Hallo, liebe Internetfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Subnautica. Wir sind zufällig über die Rettungskapsel 6 gestoßen. Das heißt, wir können rekonstruieren, wo die 4er sein müsste. Nämlich genau da. In diese Richtung, 400 Meter. Theoretisch. Also da. Das schauen wir uns an. Da sind Wrackteile. Aber das ist keine Rettungskapsel. Aber ich will die mit auf dem Schirm haben. Hat er? Okay. Irgendwo hier. Muss eine Rettungskapsel liegen. Nämlich die 4er. Die Frage ist, wo? War doch so. 400 Meter nordwestlich der letzten bekannten Position. Nordwestlich. Ein Energietransmitter. Na gut, da hat sich der Ausflug doch schon gelohnt. 30 seconds. The biomass in this area is dominated by plant life. So, wir picken mal hier. Vielleicht. Das ist Kupfer gewesen. Das war auch Kupfer. Das verdammte Tiger ist da wieder. Der schießt auf uns. Da ist noch was zum Abpitteln. Auch Kupfer. Da ist noch was zum Pitteln. Brauchen wir ja alle Ritt.
Oh, da ist eine Kiste. Eine Batterie. Na klar, nehme ich die Batterie. Ist ja gar keine Frage. Jetzt sind wir zufällig über die Nummer 6 gestolpert, aber die Nummer 4 haben wir noch nicht entdeckt. Erstmal was essen. Welche Nummer hatte eigentlich meine Rettungskapsel? Weiß das jemand auswendig? Gerade mal neugierig. Wir schwimmen mal rüber, wir gucken mal. Wir hatten da auch eine Nummer, oder? War das 5? Ist das so? 5. Wir hatten die Nummer 5. Ach, guck mal an. Hat er ganz ordentlich gescannt. Ein so ein Ding haben wir sogar gefunden. Hier waren 2 gewesen. Okay. Nicht mehr anzeigen. So, wir wollten uns eine Seemotte basteln. Ach, die ultraleitfähigen. Ja, genau. Lithium. So, die Seemotte. Titanbarren. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Titan für. Etwa wachsen 9. Also, das haben wir. Titanbarren. Dann eine Energiezelle. Schmierstoffe. Eine Energiezelle. Eine Batterie haben wir. Können wir wechseln mit irgendwas, was sehr viel... Taschenlampe ist durch. Auch nicht viel besser. Nehmen wir die von der Taschenlampe. Ach ja, in der Zwischenzeit können wir natürlich hingehen. Und die Batterien laden. Die ist noch bei 100. Habe ich denn jetzt die Taschenlampe hat ihre Batterie noch und das Reparaturwerkzeug hat die Batterie noch.
Das heißt, ich nehme jetzt eine 72er Batterie raus. Und noch eine, die ziemlich down ist, die hier. Und bastel daraus. Nee, jetzt die Energiezelle, die ich brauche. Jetzt brauche ich nur eine neue Batterie. Ach, Kupfer habe ich ja. Mir fehlen zwei Pilze. War klar, dass ich nicht genügend Pilze habe. Ich bin natürlich im Dunkeln ohne Licht rausgegangen. Aber ist nicht schlimm. Ich hatte doch Licht, verdammt. Okay, das ist aufgeladen. Da ist noch nichts voll. So, was brauche ich noch für die Motte? Zweimal Glas. Haben wir sogar vorrätig. Die Batterie ist auch voll. Dann fehlt uns noch der Gleiter. Der hat noch keine Energie. Ja, 95%, komm, das reicht. Wollen wir das bei Nacht bauen oder bei Tag? This Elon is a fast, safe mode of transport, but remember that swimming is good for your glutes and endorphin levels. Unser erstes U-Boot. Welcome aboard, Captain. Sehr gut. Energietransmitter war neu. Lichtstab, was kostet? Oh, der ist aber teuer. Ach so, das Erz. This is Avery Quinn of Training Ship Sunbeam. Ah, die Sunbeam. Over. Nothing but vacuum. These Altera ships. They run low on engine grease, send an SOS, you offer to help, they don't pick up. Aurora, I'm out on the far side of the system. It's gonna take
more than a week to reach your position. Do you still need our assistance? Over. I'll try them again tomorrow. Damn Charter's gonna have us blowing our credits running errands for Altera. See what the long-range scans pick up in the meantime. So, da drüben. Das ist, naja, nördliche Richtung. Kamera 1. Da ist das Fragment. Ach, das ist in diesem Biom, okay. Hier ist das. Okay, das ist hier am Rande, alles klar. Ja, beim Scannerraum hat man auch so Kameras, also so kleine Kugeln. Und mit denen kann man sozusagen dann das Gebiet abfahren. So, man kann auch irgendwie wieder andocken, das weiß ich. Da ist das Loch, da gehört meine Kamera rein. Zack. So, da war das eine Fragment. Das Wrack würde ich mir gerne zur Brust nehmen. Die Fische fliegen hier drin rum. Das ist nicht gut. Das ist nicht richtig. Kann ich dich nehmen? Komm her, du Geist. Ja, ich... Jetzt habe ich ihn sogar genommen. Weißt du was? Da kommst du hier direkt in die Truhe. Trottel. Ah, okay. So, das ist nordöstlich. Das müsste das hier sein. Jo, und dann sind wir da. Ach, jetzt habe ich vergessen, den den Scanner auszuschalten. Na, ist ja egal. Der darf ruhig Energie ziehen. Wir haben ja genügend. Wir haben zwei Solarzellen, das ist ja dicke. Ausreichend. Geil, Gabelstapler, der hier liegt. Das ist sehr cool. Richtig abgefahren. Der Vorteil ist natürlich, da das U-Boot in der Nähe ist. Ja, ja, Oxygen, ist schon klar. Kann ich einfach ins U-Boot einsteigen und lade hier meinen Sauerstoff auf. Das ist sehr cool.
Okay, das Wrack ist eigentlich durch. Das ist die Kapsel 6 gewesen. Ja. Süd. Hau ab, Mann. Ich muss jetzt nochmal lesen, ob ich das richtig verstanden habe. 400 Meter nordöstlich der Position von Rettungskapsel 4 ist die 6er. Ich bin bei der 6er. Das heißt, es müsste südöstlich sein. Das ist die Richtung. 400 Meter. Wieso hat denn er das alles wieder eingeschaltet? Inventory ist schon voll. Was ist das? Welcome aboard, Captain. Nummer 4. Nummer 4 ist irgendwie hart gelandet, oder? So, hab bestimmt anders gedacht. Ein Medkit und Datenbox. Ein Raubtier-Täuschkörper. Das ist ein Torpedo, oder? PDA. Integrating new PDA data. Ja, wir müssen zurück, wir sind voll.
So. Täuschkörper, ja genau, die haben wir gefunden. Das ist nicht schlecht. Ach, die Infektionskiste. Wir sind wahrscheinlich eh schon infiziert. Bisschen, ja klar. Das ist eine schöne Mod, ne? So. Auf die Topografie wieder. Jo. Okay. Das ist gelootet. Na, Wrack ausschalten. Fahren wir mal kurz das Wrack an. Ach, so ein Sackgesicht. Lifeform readings in this region are sparse. The Aurora's radioactive fallout will have devastating effects on the alien ecosystem if not contained within the next 24 hours. Self-scan complete. Bacteria counters reached statistically significant levels. No adverse effects detected. Be vigilant for symptoms. Und wie ich auf Symptome achten werde. Ah, nochmal eine Batterie. Sehr cool. Ich brauche meinen Sauerstoffträger. Ein Leviathan. Oh. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Und solange der da hinten bleibt, alles gut. Wir verkrümeln uns mal wieder. Das nehmen wir noch mit. Hey, der wirbelt meine Motte rum. Baby, Joachim. Tja, das kann ich noch nicht sagen. Wann das HCE Nummer 12 ist?
Ich arbeite noch dran. Gebe ich dann per Video bekannt. So, jetzt gehen wir aber erstmal wieder zurück zu unserer Base. Nachdem wir erfolgreich die Rettungskapsel 4 gesichtet haben und geplündert haben, natürlich schade für die Leute, die drin waren. Ist da was drin? Da ist was drin. Frage ist, habe ich schon gescannt oder nicht? Laserschneiderfragment, das habe ich schon gescannt. Das kenne ich. Wandeln wir erstmal das ganze Titan wieder um. Und eigentlich brauchen wir dafür wieder einen neuen Spind. Gold und Silber hätte ich gesagt. Ah, noch Ersatzbatterien. Fische fangen. Warning, emergency power only. Wir melden uns in einer neuen Folge wieder, würde ich sagen. Also bis dann. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch. Bis später. Ciao.